Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich dir, wie man aus einem Text einen Term aufstellt. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Ja, Grundschule oder auch Mittelstufe ist es oftmals so, du bekommst einen Text und musst aus dem Text einen Term oder eine Gleichung aufstellen. Und das machen wir jetzt mal mit einem einfachen Beispiel und zwei Beispielen, die zumindest mal ein bisschen schwieriger sind. So, fangen wir mal ganz einfach an. Und zwar, die Differenz ist 20, der Subtrahent ist 15. Welche Information fehlt? Also wir haben Differenz. Differenz, der eine oder andere mag sich erinnern, das kommt von einer Subtraktion. Und zwar war das auch so gewesen, Minuend minus Subtrahent gleich Differenz. Minuend minus Subtrahent gleich Differenz. Also eine Subtraktionsaufgabe. So, und jetzt heißt es, die Differenz ist 20. Also, wir haben hier das Minus, wir haben hier das Ist gleich und die Differenz 20. Der Subtrahent 15. Subtrahent 15. Welche Information fehlt? Naja, hier vorne der Minuend. Das heißt, die Zahl hier, die fehlt. So, also eine Zahl minus 15 ergibt 20 oder umgekehrt 20 plus 15, das ist 35. 35 minus 15 gleich 20, das heißt, der Minuend hier ist 35. So, nächste Aufgabe. Addiere zur Differenz der Zahlen 10 und 5 die Zahl 13. Also addiere zur Differenz der Zahlen. So, wir brauchen jetzt erst einmal die Differenz von Zahlen und Differenz der Zahlen 10 und 15. Also 10 und 5, 10 minus 5. So, addiere zur Differenz der Zahlen 10 und 5. Also 10 und 5, dazu etwas addieren, und zwar die Zahl 13. Addiere zur Differenz der Zahlen 10 und 15, also das soll zuerst berechnet werden, und darauf dann nochmal plus, und zwar 13. Kann man jetzt ausrechnen, 10 minus 5 ist 5 plus 13 ist, das ist dann 18. Oder noch ein Beispiel. Verdoppel die Summe der Zahlen 20 und 30. Also ich soll die Summe der Zahlen 20 und 30 bilden und verdoppeln. Also 20 plus 30, das soll ich zuerst machen. Und das Ganze verdoppeln. Mal 2. Wichtig ist hier, die Klammer zu setzen. Das soll zuerst passieren. Wenn wir die Klammer nicht setzen würden, hätten wir Punkt vor Strich. Also da würden wir erst 30 mal 2 rechnen. Aber 20 plus 30, das soll berechnet werden und das soll verdoppelt werden. Verdoppel mal 2, also die Summe der Zahlen 20 und 30. Also 20 plus 30, das ist 50. Und die soll ich verdoppeln. Also 50 mal 2, 100. Du möchtest noch mehr über Terme lernen oder brauchst Übungsaufgaben? Dann schau mal unter dieses Video, dort packe ich dir einmal weitere Erklärungen hin, sowie Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach die selbst, dann wärst du fitter in diesem Thema. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.